Sie müssen ganz schnell nach Portemonnaie. Ja, wo ist also am Leben? Seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Übergriff voraussehen lassen. Hör auf die Worte eines Mannes vom Volk Dorni. Die Piraten müssen etwas über die Höhle, die im großen Jabba als Unterschrift dient. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren, um dich dort ein wenig umzusehen. Oh ja, das werden wir definitiv machen, weil das wird jetzt sehr, sehr wichtig sein. Und können wir jetzt eigentlich mal ein Wort Dankeschön? Aber bevor wir das machen, lassen wir die Insel erstmal Insel sein und brechen wir auf nach Portemonnaie. Portemonnaie liegt dort. Okay. Nehmen wir mal die Kursrichtung an. Der Wind passt sogar fast perfekt. Ein bisschen nachjustieren, dann haben wir es eigentlich schon. Aber jetzt geht das Spiel erstmal richtig los. Also jetzt aktuell beginnt die heiße Phase des Spiels. Also jetzt beginnt sie langsam. Langsam, aber sicher. Okay, wieder die Seeausrüstung. Da das und da das. So, und los geht's. Aber den Weg nach Portemonnaie schneide ich euch zum Großteil, weil das ist jetzt eine etwas längere Seefahrt. Allerdings werde ich euch dem noch einen kleinen Zwischencut mit reinpacken. Also, bis gleich. Wir sehen uns dann bei den Zwischencut und dem Portemonnaie. Oh, scheiße. Das sind Haie. Oh, shit. Alles klar. Jetzt werden wir auch schon auf der See angegriffen. Allerdings können wir die mit dem Boomerang normalerweise auslöschen. Komm schon. Scheiße. Boomerang. Wird ganz praktisch. Obwohl, hat sich eh erledigt. Weil zu dieser Insel wollte ich nämlich. Das ist nämlich Tingles Insel. Es ist nämlich auf seiner Karte eingezeichnet. Die kann ich euch mal zeigen, wie das hier auch so aussieht. Nämlich, wenn wir das hier jetzt mal aufmachen. Wo ist sie denn? Da. Das ist so eine Insel. Und da oben sind noch zwei Feen eingezeichnet, wo wir definitiv auch noch hingehen werden. Das ist immer cool, wenn sie sich schließt. Aber okay. Weil da ist auch ein Brief. Wir haben einen Brief bekommen. Wir haben einen Brief bekommen. Ich frage mich nur von wem. Guten Abend. Ich habe einen Brief überlegt. Hier ist der Brief. Danke fürs Ansrotzen. Wenn du ein echter Ritter werden willst, dann sammle die Ritterwappen. Auf dass du heil zurückkommst. Warte mal, komm. Kurz und knackiger Brief. Geil. Auch noch mit dem Zwacken. Aber, war der Orca? Wir werden definitiv zu dir zurückkommen. Glaub mir, wir werden bald bei dir sein. Okay, dann würde ich noch sagen, auf der Tingle-Insel gibt es eigentlich nicht so viel zu erkunden oder so. Deswegen holen wir uns so schnell den Fisch und dann segeln wir sogar wieder weiter von Port zu Port nach nach Portemonnaie. Weil das ist nicht weit von hier. Also Fischi, hey ho! Und die Musik, wenn du auf dem Meer fährst, ist es auch richtig geil. Die lasse ich dann noch kurz drin. Aber hey. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über alles, also macht's an. Seekarte auf und let's go. Jo. Das müsste jetzt Tingles Insel. Yeah. Also, was hast du denn so für Infos, die ich gut gebrauchen kann? Auf dieser Insel liegt ein kleiner namens Tingle. Der hat zwar seine besten Jahre auch schon länger hinter sich, zwängt sich aber trotzdem noch gern in Knabenmode. Allerdings soll er das Beste sein, wenn es um Entschlüsseln von geheimnisvollen alten Karten geht. Ich denke, sie weiß mal wieder, dass man Leute nicht voreilig nach ihrem Aussehen beurteilen sollte, was? Allerdings habe ich gehört, seine kostbaren Dienste lässt sich der Gute auch ordentlich entlohnen, da kennt er nichts. Wenn du also eher zu den Unbetuchten gehörst, kannst du dir das mit den Karten wohl gleich wieder abschminken. Das wär's weiter von mir. Also, ciao, ciao. Um es mal kurz zu übersetzen, was er eigentlich da gerade gesagt hat. Er hat eigentlich quasi nur gesagt, Tingle kann alte Karten entschlüsseln. Allerdings geht es halt mächtig ins Money rein. Also, das geht wirklich heftig ins Money, glaubt mir. Das werden wir für die 100% auch brauchen, aber boah, das geht so heftig ins Geld. Darauf freue ich mich schon überhaupt nicht. Aber, naja. Weil die Musik, wenn jetzt hier alles so in Strömen regnet, nachdem man dort war, bei Ichthusk, es ist so geil, der Soundtrack. Wir sind dort. Genau wie diese Orni gesagt hatten, liegt das Piraten schon an einem Platz vor Anker, an dem man das nicht gleich jeder sieht. Ich habe zwar keine Ahnung, wonach zu suchen, aber wenn es sich um einen Schatz oder etwas ähnliches handelt, und die Vermutung liegt bei ihrem Beruf ja durchaus auf der Hand, da werden sie dir ohnehin keine vernünftige Antwort geben, wenn du sie danach fragst. Mal ich versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben, und zwar ohne, dass sie davon etwas mitbekommen. Alles klar. Allerdings würde ich dich gerne kurz noch dort unter den Stein parken,
weil die sollen nicht wissen, dass wir hier sind, ne? Das meine ich auch irgendwie immer, wenn ich hier an der Stelle bin. Immer schön den roten Leuchtkönig dort parken, wo wir ihn getroffen haben. Hopp. Alles klar. Dann mal, let's go. Aber was könnten die eigentlich sein? Schauen wir erstmal beim Piratenschiff vorbei. Vielleicht ist ja noch jemand dort. Eventuell. Weil das ist, glaube ich, gerade aktuell wirklich die beste Anhaltsstelle dafür. Aber bei dem Gewitter wird nicht gerade viel los sein. Hey. Wer andauernd in der Bude lebt, feiert selbst. Hochzeit? nein. Das ist richtig geraten, okay? Hochzeit? Aha, von wegen, glaubst du, ich bin von vorgestern? Okay, von ihm erfahren wir leider nichts. Alles klar. Aber jetzt können wir uns auch richtig schön geil auf dem Schiff eigentlich umsehen. Allerdings haben wir das ja schon mal erkundet, deswegen ist das jetzt eigentlich nicht so wichtig. Ne? Das Hauptding haben wir ja quasi schon erledigt. Also was ist denn jetzt dann dort? In den Shop waren wir überhaupt noch nicht. Während des RPs. Würde ich auch mal gerne nachholen. Für Leute hat der Laden heute zu. Also verschwinde und gebru. Oha. Nein. Das hat mich nicht auf mir sitzen, mein Freund. Und Scheiße. Oh. Letztes Mal hat es auch funktioniert. Mann. Es hat Link nicht den richtigen Blickwinkel gehabt oder so. Oder falsche Kameraausrichtung. Je nachdem. Keine Ahnung. Jetzt nochmal probieren. Vielleicht funktioniert es jetzt. Jetzt hat. Doch. Weil man kann sich auch hier entlang schleichen. Allerdings geht der Weg deutlich schneller. Dann klettern wir hier mal hoch. Und schau mal da. Ein kleiner Geheimgang. Gehen wir mal rein. Sneaky, sneaky. Und aha. Hier sind also die Piraten. Ja. Na, schauen wir mal. Oha. Ja, Mickey. Ich wollte gerade schon sagen. Nee, könnte es sein. Sieht irgendwie aus wie so ein Mario mit einem Kackschnauzer und merkwürdigen Ohren. Nun, nehmen Sie mal nicht persönlich. Um an den Scheiß ranzukommen, brauchen wir nur mal Bomben, kapiert. Naja, kannst du aber auch als gerechte Strafe für deine Übel als Abschneiderei ansehen. Haben einfach den Besitzer geknebelt. So ein Geschäft eben. Mit Piraten machen wollen wir lieber. Da brauchst du dich gar nicht so zu wundern, genau. Aber alle Achtung, dass du diesen eingebildeten Postfurke diese Informationen entlocken konntest. Ach was, das? Schon als ich diesen kleinen Malik oder wie der hieß, damals erstes Mal gesagt, dann war mir klar, dass es auf Belonien irgendwas schlecht sein muss. Deswegen tat ich auch so, als wäre ich mich besorgen um den Bengel, als wir den Postboten begegnet sind. Ja, und dann hat er dann ganz eben gezwitschert wie eine Nachtigall. Einfach fahr mal los, Konzo. Zumindest war das anbelangt, hast du echt ein Gespür für Detail. Naja, man könnte aber auch sagen, du bist ganz gerade durchtrieben. Wenn du mir ein Alter da durchtrieben halt und Kapitän Täter mir all ihre Schleue einander heiraten würdest, dann wärt ihr bald das dynamische Duo und wir alle zusammen die glorreichen Sieben des Weltmeeres. Wir könnten die größten Piraten aller Zeiten werden. Achso, das mit dem Plan hat Vagonzo also. Aber Kopf, ich werde doch ganz rot bei deinen Gedanken. Red doch keinen Unsinn. Alter, ist echt verlegen, what the fuck. Hast du das gehört, Captain Tekra? Was sagst du dazu? Scheiß Pedo. Ja, dann wirst gar nicht der Schlag müde lachen, du kleiner Pedo. Jetzt hört eigentlich auf, hier Faxen zu machen und ladet die Bomben ein. Sobald sie auf dem Schiff sind, setzen wir die Kurs auf Penalty. Was? Ist das dein Ernst, Captain? Wir waren doch schon so lange nicht mehr in keiner Stadt mehr. Warum schlagen wir uns heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahren erst morgen früh los? Komm schon. Also, mir wäre das ja egal, aber ich stimme natürlich immer zu, Captain. Aber die anderen haben sich schon so drauf gefreut. Es bricht mir das Herz, sie enttäuscht zu sehen, weißt du? Komm schon, lass uns erst morgen früh auslaufen, na? Was sagst du? Der Schatz soll uns ja nicht davon. So, sprecht doch euch mal was. Sagt doch was dazu, Männer. Hat jemand gefurzt? Boah, ist wohl wirklich Hopfen und Mais verloren, was? Ihr habt doch auch diese wüste Insel gesehen, oder etwa nicht? Wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Belonia noch das gleiche Schicksal ein. Ach du Scheiße.
Das auf keinen Fall. Das darf auf keinen Fall passieren. Irgendwie klingt es ja so beinahe, als wärst ihr mehr am Wohl dieser Insel gelegen als an dem Schatz, Captain. Was sind das hier für Unterstellungen? An diesem schnöden Island interessiert mich natürlich nur der Schatz. Oh Scheiße, sie hat uns bemerkt. Oh oh. Also meinetwegen, wir fahren erst morgen früh zu dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh. Wehe, einer von euch verschläft. Ei, ei. Aber sie hat anscheinend uns nicht verpetzt. Oha. Ach, Captain, wie halt gleich doch mal das heutige Parole? Hast du das einfach schon wieder vergessen, Mokko? Du bist echt die Höhe, Mann. Die heutige Parole lautet allein. Okay. Wenn du ihm nicht richtig antwortest, dann lässt sich Nico draußen versauern. Du lässt bei sowas nämlich nicht mit sich reden, da ist er stur wie ein Bock. Also noch einmal zum Mitschreiben. Die heutige Parole lautet allein, na klar? Allein, genau. Okay, jetzt ist hier wenigstens wie wenn ein Schiff kommt. Nice. Merken wir uns am besten mal. Und ab. Und hey ho. Tja, ich würde sagen, du hast dezent verkackt, ne? Naja, was soll man machen? Was ich jeden Mal. Und es ist das einzige Mal, dass man auch hier hinterkommt und jetzt das ganze Geld dann mitnehmen kann. Dreimal dran vorbeigelaufen und boah, hier ist so viel Money, ey. Wir rauben einfach den ganzen Geldvorrat von den Typen. Einfach erstmal ausrauben hier. Oh, und da ist gar nichts mehr drin. Schade. Schade, dass du nicht mehr Geld hast. Das du da drin hat mir echt gefallen. Egal. Gehen wir jetzt mal zu Nico. Weil der bewacht nämlich gerade das Schiff. Ach ja, die Piraten sind und bleiben eben Piraten. Aber dass Hedra uns bemerkt hat, ist echt erstaunlich, dass sie uns nicht verpetzt hat. Hm. Wahrscheinlich hat sie sowieso noch irgendwas vor, das ist ein Plan dahinter. Darauf verwette ich meinen Arsch. Das glaube ich ja nämlich nicht, dass sie uns nicht verpetzt. Also. Und die Parole lautet. Oh, nicht B. A. E. I. Und da hinten ist das N. Allein. Okay, das Reinkommen. Danke. Und da sind wir ja schon drin. Easy. Und jetzt, seit da keiner mehr da ist, können wir eigentlich mal in die Kajüte schauen. Oha. Das ist ja cool. Sieht aus wie eine Karte. Und wie das Dreyfus. Dann haben wir das Bild von Anfang. Nettes Easter Egg. Noch ein Bild von Anfang. Noch ein Blumenbild. Und irgendein Bild, das ich nicht erkennen kann. Okay. Und das ist auch eine Frau. War sie mal Mitglied in der Mannschaft? Könnte ich mir gut vorstellen. Und natürlich, wie es sich für ein Mädchen gehört. Schmuck und Parfüm und so. Latzige halt, ne? Dann gehen wir mal runter. Und da ist auch Nico. Aber erstmal. Bam! Ja? Die haben die Regale entfernt. Why? Mann ey. Aber hi Nico. Hey. Oh, Malik? Was machst du denn hier, Malik? Du bist also am Leben? Die anderen haben gesagt, ich hätte dieser Riesenvogel in der Wunschbastion gefressen. Aber du lebst ja. Alles klar, versteh schon. Du hast mich vermisst, Jens. Wusste gar nicht, dass du es so sehr genießt, mein Untermatrose zu sein. Seit du weg bist, bin natürlich ich wieder das Schlusslicht der Rangliste hier an Bord. Daher muss ich auch hier wach schieben, wie du siehst. Das ist gemein. Die anderen schlagen sich jetzt im Wort und kräftig die Bäuche voll. Aber wenn du schon extra wegen mir zurückgekommen bist, muss ich dich natürlich auch bei Laune halten. Gut, lass uns gleich mit den altbewährten Test machen. Allerdings dieses Mal etwas schwieriger als beim letzten Mal. Du wirst dich also schon reinhängen müssen. Wie auch schon beim letzten Mal hängen von der Decke ein paar Lampen runter, siehst du sie? Beim letzten Mal gab es aber diesen Plattform, die hochgefahren kam, nachdem du den Schalter da bestätigt hast. Die gibt es nicht. Eklatlich seist du, du musst also von Seite zu Seite springen, kapiert? Und ist einfach wieder drüben. Easy. Außerdem habe ich im Ziel einen Fallgitter angebracht. Das Fallgitter fährt durch das Betätigen des Schalters zwar hoch, aber fällt runter, sobald das Zeitlimit verstrichen ist. Und das heißt leider auf ein neues. Als ob. Okay, das wird nicht einfach. Der Schalter zum Hochfahren des Fallgitters ist da, wo der andere beim letzten Mal auch war, also steckt drauf.
Wenn du es dir innerhalb des Zeitlimits schaffst, ins Ziel zu schaffen, kriegst du ein paar von diesen Bomben, die wir in der Stadt mitgehen lassen haben. Also häng dich rein. Oh. Also Bomben wären echt nicht verkehrt, ne? Da würde ich mal sagen, legen wir los. Aber die Version ist jetzt wirklich deutlich schwieriger. Und ich bezweifle, dass ich das diesmal wieder so schnell schaffe wie das letzte Mal. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja doch was. Vielleicht wird es ja sogar ein First Try. Aber das muss ich erstmal schauen, weil, wie gesagt, ich spiele das mit einem komplett anderen Controller. Und jetzt fehlt mir der Schwung. Das ist nie so geil. Und wie man schon sieht, bewegen sich hier auch die Seile, was auch ziemlich blöd ist. Und die bleiben auch dann da, wo sie sind, wenn man jetzt draufspringen würde. Deswegen gehe ich jetzt erst auf das Seil. Boah, das schaffe ich nie und nimmer in First Try. Never. Das wird so knapp. Hauptsache, geh vor, geh vor, geh vor. Nö. Oh, shit. Okay. Machen wir es anders. Dein. Yes. Okay, es hat zum Glück noch gezählt. Oh Gott. Das wird so knapp. Diesmal werde ich es definitiv nicht unter 3 Sekunden schaffen. Die sind wahrscheinlich eh schon vorbei. Das ist viel zu knapp. Oh. Aber ich glaube, ein First Strike könnte es immer noch werden. First Strike wird es immer noch. Aber so knapp. Aber wir haben, sind immer noch gut in der Zeit aus irgendeinem Grund. Komm schon! Yes! First Try! Boom! Was? Das hast du ja so schnell geschafft? Du bist echt der Wahnsinn! Oh Mann, die Nummer habe ich noch nicht mal ich selber geschafft, aber für ihn war das anscheinend kein Problem. Aber es war aufregend, wenn ich ihm wieder das einfach so gebe. Ach was! Gut, du hast die Bomben, du kannst die Bomben haben. Bedien dich! Aber erzähl bloß den anderen nichts davon, kapiert? Versprichst du es mir, okay? Kapiert? Ja, okay, okay. Ich sag schon nichts. Kein Ding. Für den King. Und die Fässer haben sie auch hier entfernt. Schade, schade. Aber, naja. Nehmen wir uns die Bomben, die wir uns gerade redlich verdient haben. Ich würde mal sagen, neues Item! Du hast die Bomben gefunden. Du kannst maximal 30 Stück mit dir führen. Halte sie über den Kopf und wirf sie. Durchdrücken von A. Mit R kannst du sie ablegen. Hoffentlich wirst du einen Bombenspaß mit ihnen haben, wenn du sie auf dem Boot benutzt. Kannst du sie mit dem Bordkanone abfeuern, rufe das Item-Menü auf und leg sie drauf und feuer frei. Ganz schön mutig, sich am Eigentum von Piraten zu bedienen. Was? Der Stein! Ich bin erstaunt, dass du diesen Inferno im Turm heil überstanden hast. So wie es aussieht, hast du deine Schwester also noch nicht gerettet. Aber du bist schon wirklich ein leichtsinniges Kerlchen. Du hattest Glück, weil Nico Wache schob. Wäre es einer der anderen gewesen, hätte er dich sofort Kiel holen lassen. Aber lassen wir das. Was hast du mit den Bomben vor? Sag bloß, du bist auch hinter Jabos Schatz her. Jabo hält sich nämlich gerade in der Höhle auf der Rückseite deiner Heimatinsel versteckt. Aber der Eingang wurde dummerweise von einer großen Steinplatte versperrt, die man erstmal kaputt machen muss, bevor man ins Innere gelangen kann. Wir werden die Nacht hier in der Stadt verbringen und mal wieder so richtig gut schlemmen und zechen. Und morgen früh brechen wir dann nach Paludien auf. Wenn du diese Sachen mit Jabo also heute Nacht erledigst, dann geht diese Runde meinetwegen an dich. Vertrödest du aber die Nacht, dann nehmen wir uns morgen früh die Sache an, klar? Beeil dich also lieber. Muss ich auch sagen. Aber Nico, hast du noch irgendwas so zu sagen? Nee? Du bist echt der helle Wahnsinn. Du hast es denselben Stamm wie Captain Tetra. Wie benutzt man den da, den eigentlich? Und damit kannst du mit Captain Tetra sprechen? Beneidenswert. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ja, den hat sie mir damals halbwegs untergejubelt, aber naja, was soll's, ne? Ich würde sagen, das war's eigentlich auch wiederum mit dem Part. Lass ein Like, Kommentar, okay. Eigentlich komplett in die andere Richtung gesteuert. Like und Kommentar, wenn euch der Part an sich gefallen hat. Und Abo nicht mehr zu verpassen. Und im nächsten Part fahren wir nach Paludien und treffen wahrscheinlich Jabo. Und besuchen unsere Großmutter mal wieder, nachdem wir so lange schon uns nicht gemeldet haben. Also, bis dann und ciao.